Wenn du alles Unmögliche ausgeschlossen hast, muss das, was übrig bleibt, die Wahrheit sein, wie unglaublich dies auch erscheinen mag. Also irgendwelche ich sehe was. Das klang so, als ob irgendwas Schweres über den Boden gezogen wird. Ganz laut. Kannst du ungefähr lokalisieren, in welche Richtung über uns? Links von mir gerade. Ich stand hier irgendwo links. Wow. Aber ein bisschen weiter. Also wieder Richtung Penderkampf hast? Ja. Hoch. Wollen wir jetzt da weitergehen mit Schuhschlag? Ja, hier gehe ich vor. Oder ich gehe vor, dann kannst du mich fahren, dann schön. Ich habe auch kein Gefühl hier im Raum irgendwie. Ist einfach ganz normal. Hier waren nur dünne Glasscheiben drin, nicht so dick. Ja, ja. Das heißt wahrscheinlich. Das war wirklich zum Gucken. Ja, hier wieder. Das war zum Durchweichen oder ja, und hier waren wieder Waschmöglichkeiten. Pass auf, man musste das von innen, konnte man das hoch und runter schieben. Mhm. Das heißt. Hier waren auch Lager drunter. Ja, das heißt, wenn man in Ruhe arbeiten wollte und nichts rauskommen sollte oder keine Ahnung, je nachdem, hat man einfach zugemacht. Hier ist zu, hat man die Tür zugemacht und dann war quasi. Das ist ein Zug gerade. Was? War kein Zug, oder? Ich habe nichts gehört. Ich habe vor uns drinnen gedacht, so also, zu. Dadurch den Ding. Ich dachte, das wäre so ein fetter Zug, der irgendwo durchrast. Ist das? Nein. Alter, was ist das denn? Das ist ein Sockel für irgendeine Maschine gewesen. Alter, das war eine Schneidemaschine, oder? Hier war was draufgesetzt auf jeden Fall. Da konnte der Dreck ablaufen. Auf jeden Fall eine Maschine. Ein kleiner Motor. Keine Ahnung, was das ist. Nicht vergessen, Instrumentendesinfektion. Das steht überall sowas. In jeder der Wände habe ich hier schon sowas gefunden. Wahrscheinlich sind es wirklich OP-Bereiche. Braun Praxis, ohne Witz, das könnte es wirklich sein, dass das im OP-Raum noch begleitet war. Aber hier auch irgendwas. Hier? Nee. Oder der Vorbereitungsraum. Der Vorbereitungsraum. Du kannst hier bei der OP zugucken. Genau. Da ist so ein Hängeding und kann, weißt du, was das war? Da waren ein Haufen mehr Werkzeuge dran vielleicht. Nein, das war der Patientenvorbereitungsraum da hinten. Die sind dann durch die Fleischerlugenschleuse gekommen sozusagen. Richtig. Der ist quasi da drin, da waren Schränke, der hat sich da umgezogen, ausgezogen, ja. Hat dann seinen Lappen angekriegt, hier seinen komischen Kittel, ja, ist dann hier rein, wurde dann vielleicht vorher schon so ein bisschen fertig gemacht, hier hat man ihn einfach dann hingemacht, desinfiziert alles und dann ging's los. Ja, kann gut sein. Das ist das, was mir jetzt vielleicht im Kopf ist. Aber warum sind denn hier so viele Schränke? Das waren hier, das ist ganz einfach. Da waren Arbeitskittel und so weiter? Da waren mehrere dieser Querstreben drin. Und vielleicht standen da sogar irgendwelche Chemikalien XY drin. Auch gut möglich. Guck, siehst du, du hast mehrere. Ja, ja, hab ich schon gesehen. Dass das ein Medizinschrank war, Medikamentenschrank. Vielleicht sogar, keine Ahnung, also ich kenne das jetzt zum Beispiel aus Studium oder so ein Schrank mit sämtlichen Sachen, die man brauchen kann. Ja, ja, nee. Ja, kennen wir ja. Genau, und dass das vielleicht sogar die Titel waren, weil das ist, ne, das sieht mir eher aus wie so ein OP. Hier, das hilft auch. Steril, Waschraum, Ladegerät, Trato, OP. Ja, hier, das sind Schallkasten für OP-Material. Weißt du, das war das ein zweiter OP-Raum? Nee. Doch, war ein zweiter OP-Raum. Guck links da. Ja, der ist fast genauso. Und hier rund ist so eine, da war irgendwas richtig Gases dran. War das vielleicht so ein Deckending, wo man dann die Lampe dann drüber schieben konnte? Da ist ein Starkstromkabel drin. Ja, das hier war vielleicht so da ist ein Starkstromkabel drin. Ja, das nee, ich sag's jetzt erst, weil es jetzt erst fokussiert hat wieder. Könnte sein, dass hier der Dingsoperation war, wo so ein riesiges Apparaturding überall war und wo alle Sachen dran waren. Und man konnte das dann damit dann benutzen. Wie lange halten die normalerweise? Tja, normalerweise halten die länger. Die einen sind aus. Ja, hier ist nicht so viel Besonderes. Wie Jan schon sagt, der Campingstuhl. Der Campingstuhl steht definitiv nicht hierher. Wow, hier war auch mal massiv Strom. Aber auch früher mal ein Durchgang. Hier ist auf jeden Fall viel Energie. Beziehungsweise ist ja in dem Sinne jetzt, ne? Du weißt schon, die Beine. Ja, ja. Aber dass das direkt wieder raus ist? Okay, noch alte Sicherung. Ja, es fühlt sich wie gerade war es mit arschkalt, ich habe ja die ganze Zeit, ja, nix. Das war ich gerade. Das hat vor uns ja auch deutlich mehr Party gemacht. Alter, fast voll auf Schlag. Kannst du denn mal klopfen? Warst du ein Patient hier? Es ist schon viermal überschrieben, aber in Pink steht auf der Wand, ich kann Stimmen hören. Und er hat das H unten noch geschrieben können. Und er hat das H unten noch geschrieben können. Wow. Alter, ja, das habe ich gefühlt. Die Treppe hat vibriert. Da ist richtig was zugeschlagen oben. Ja. Ich sehe nichts, höre nichts. So, ja. Das liegt ja gerade wieder ein bisschen. Ganz häufig. Wie leises Laufen oder wie eine Ratte oder? Nee, als ob einer an dem Käfig da zum Beispiel gerüttelt hätte. Okay. Aber so. Ja gut, das Geräusch. Ein bisschen entfernter. Das gut. Ja. Jetzt ist es gerade geknallt da oben. Wie als ob oben sich was bewegen würde noch zusätzlich. Okay, ich hab's ein bisschen schein gehört, aber du hast bessere Ohren. Es war dieses Bumm und dann. Also nicht so, aber irgendwie schneller sich irgendwie bewegen. Nicht schlecht. Hat irgendwas bewegt, hat sich da bewegt. So hat sich hier angehört. Es kann natürlich sein, dass sich hier ein paar Energien, die sehr schwach sind, alte Patienten oder so, einfach hier durchbewegen. Wir stehen hier im Zentrum auch. Ich meine, hier ist der meiste Personenverkehr gewesen. Was war das da? Ah, stimmt, hier waren wir ja noch gar nicht, ne? Was war das? Wir sind ja der eine Seite, das war abgegangen. Entschuldigung. Erstmal kurz klein schauen. Ja, Entschuldigung, wir sind gerade ein bisschen... Schaltkasten. Mhm. Da habe ich selbst schon gearbeitet. Hier kann man Sicherung einstellen. Das war ein Mäuse. Warte mal, warte mal. Das bin ich, glaube ich, gerade mit der... Hier waren dann die richtigen Schalter. Das war eine Art Hauptregelung. Wahrscheinlich für einen Großteil des Traktes. Also das kann ich jetzt nicht gewesen sein. Nee, ja, vor allem hätte von allein da nicht aufgehört. Das war fast Vollausschlag, ne? Hey, war es nicht nur weiß? Mhm. Vollausschlag heißt alle Lampen leuchten. Das war alles außer weiß. Ja, dann ist es fast Vollausschlag, dann fehlt dann was 9 von 10. Ja. Aber warum ist das so eine kleine Kackputze? Lass mich mal reingucken. Gefliest. Mit einer sehr, sehr niedrigen Tür. Mit einer normalen Tür daneben. Stromanschlüsse. Die sieht sogar relativ gut aus insgesamt. Neue Telefonnummer, wie man es lediglich Störungsnamen hat. Sehr viele Rohre. Eine sehr, sehr schwere Tür auch. Das ist gleich nur der Tür wie beim anderen Raum auch. Mhm. Und der Teil ist auch moderner. Hier sind die Steckdosen noch mit Klapp. Warte mal, kann das sein, dass das hier ein Durchgang, beziehungsweise guck mal, ne? Das ist ein Schlauch, oder? Das ist eine Trennschiene. Na gut. Dass hier vielleicht ja kein Dings war, weil du kommst von dem Raum hier rein. Ja, dass das hier die Tür ist, war klar, aber wofür ist dieser kleine Raum? Oder diese kleine Tür? Die ist auch eine kleine Tür. Oh, ist richtig kalt da. Ja gut. Zug. Ja, aber hier auch... Oh, das war die Durchreiche. Ja, da waren wir doch auch auf der anderen Seite, ne? Ja, da ist unser Zentrum. Aber wofür das hier war? Aber so tiefe Türen. Und dann auch so einen komischen schrägen Gang. Hm. Und dann auch noch hier so eine... Das war, guck mal, für die Klinke hat man extra hier... Eine Einbuchtung gemacht. Hier hat man extra eine Verbindung gemacht, das heißt, man musste schnell von hier nach hier durch. Deswegen kommt man hier am Außen rumgehen. Jetzt, also ehrlich Leute, also selbst für eine Heilstätte ist das alles hier ein bisschen vom Aufbau her auch creepy. Ich habe noch nie so einen Durchgang gesehen. Ja, die Sprayer haben den Müll hier gelassen. Ja, Heizungsrohr, glaube ich. Da ist ein Kabel drin. Ah, ne, Kabel, okay, da kommt ein Kabel dran. Aber man hat nicht alles rausgelöst, seltsamerweise. Aber man musste ja früher mal mehr als eins drin gewesen sein. Das ist der rote Pfeil, oder? Was? Das ist der rote Pfeil. Hier waren mal Namen dran. Ah, warte mal. Echt? Das Bauch. Das war eine Tür, die oben zugeschlagen ist. Bloß vorher gab es irgendwie so einen Aufbau. So vielleicht würde ich eine Tür... Aber ein Wind wird eine Tür eigentlich nicht gleichzeitig auf und zu machen. Was ich eigentlich vorher sagen wollte. Das siehst du wahrscheinlich. Hier vorne ist wieder so eine Schiebetür mit Beobachtungsfenster. Ja, das sieht man. Da oben ist auch eine Schiene. Eine richtig schwere. Die konnte man als von der Hand kaum bewegen. Jetzt die Frage, also ohne Schiene, ob dazwischen wieder der Raum war, wo reingeguckt wurde. Oder ob das der Beobachtungsraum da war, weil der ziemlich klein ist. Können wir ja sehen. Gleich. Ja. Aber hier erstmal... Hier waren Fächer. Das ist eine gelbe mit 6, 5, 6, 7. Ja, das war eine Art Inventarraum wahrscheinlich für die Patienten oder für die Angestellten, die ihr Zeug hier verstauen konnten. Auf das und dann sogar mit kleinen Räumchen dazwischen. Diese Räume sind so seltsam. Weißt du was, das vielleicht ist hier das der Dings? Ist das vielleicht so eine Schleuse? Ich habe keine Ahnung, aber hier war ein Schild dran. Das heißt, wenn die Tür, das Schild war so gedacht, dass du wenn du hier reinkommst, von dem kleinen Raum, das lesen kannst. Ja, das das war ich, Entschuldigung, war zu nah. Weißt du, was da stehen hätte können? Bitte nicht desinfizieren vergessen. Wenn du nämlich da durchkommst, siehst du das und du. Ich meine eigentlich, da war. War super beleuchtet, der kleine Raum. Nur damit ihr seht, wo wir uns gerade befinden. Da ist unser Pentagramm. Gehen wir wieder rein. An der Tür auch über dir. Ja, aber von innen halt wieder. Ja, ja. Wieder eine Woche. 5, 6, 7, 8 Mal gegangen ist. Ich kann nichts mehr. Okay. Das Gute ist, wir haben ja mit unseren sehr feinen Audioaufnahme ablaufen. Der ist auch mit 2 Ecken, also auch das hört. Wenn das sowas ist, was das Haus zum Vibrieren bringt. Ja, das ja, das große Ding, das ist drauf. Das ist auf der Kamera definitiv. Aber diese Schritte, die du jetzt gehört hast und ich nicht, die werden nicht drauf sein. Ich hatte kurzzeitig, das gerade schon mal gehört, und da hinten irgendwie aus der Richtung hier, hatte ich das Gefühl, dass ein anderer gerade reingekommen ist und hier rumläuft. So stark war das. Okay. Aber ich habe keinerlei Knirschen oder Knacken gehört, als ob einer durch die Beine gegangen wäre. Also lautlos kannst du dich hier definitiv ja nicht bewegen. Das hat sich so angehört wie ganz normale Schritte in einem ganz normalen Krankenhaus, wo nichts auf dem Boden liegt. Mhm, dieses typische Hallen im Krankenhaus. Ja, genau so. Ja, hier ist wieder so ein kleiner Durchgangsraum, der nicht viel anders ist als der andere. Du bist wahrscheinlich zu nah an den Wänden, oder? Nee, ist unter die Intensität. Okay, die Wände waren es nicht. So. Die Glasscheiben müssen hier gesessen haben. Zu uns gerichtet. Weißt du, was das war hier? Hier ist in der Mitte. Wow. Hier war was dran. Ja, hier auch. Hier war ein Scharnier. Hier konntest du was kippen. Dieser Notfall geht da aber in die Richtung. Nee. Das ist ja komisch. Das ist ein Zwischenboden zwischen EG und erstes OG. Belüftung vielleicht. Ja, guck mal, was für ein Riesenfenster da war. Irgendwann muss da ja noch drin gewesen sein, das gebaut haben. Das ist nur der eine Raum. Das ist nur das eine Ding. Ist da irgendwo Elektrik? Ja, rechts und Luft, also ein Gitter. Wieso? Ja. Vielleicht wirklich Belüftung. Das kann eigentlich noch das gewesen sein. Weiß ich nicht. Dann würdest du auch hier das Gitter reinmachen. Ja, das ist eigentlich. Was ist das? Der Raum ist komisch. Jetzt zunehmen. Die Aktivität. Ja. Das Ding funktioniert sowieso nicht. Den darfst du nicht vergessen, ne? Ja, der ist auch schon leer, ne? Darfst du nicht vergessen. Nein. Also irgendwie, hast du schon angehört? Ja, ja. Jan? Ja. What the fuck? Bei mir reagiert er. What the fuck? Aber vor uns hat er auch bei mir nicht reagiert. Wie geht das denn jetzt? Anhasser, ne? Ja, ja. Es ist jetzt ein bisschen blöd, weil es nicht durchgehend das Video war, weil ich ihm gerade was erzählt hatte, was wir besser nicht ins Video packen. Also, meine Idee war gerade, dass jetzt theoretisch, wo 2 leer sind, plus dass der Bewegungsmelder theoretisch leer ist, dass jetzt eigentlich die Aktivität zunehmen müsste. Weil halt Energie fehlt. Genau, weil Energie quasi jetzt frei geworden ist und irgendwo von irgendetwas benutzt werden kann. Da waren fast alle, bis auf das Grüne. Bis auf das Grüne, also Stufe 7. Naja, wir hören ja schon immer ab und ein paar Sachen. Ja, aber dann nicht in der Umgebung hier, also das ist meistens oben. Wir schätzen, dass es oben ist, ne? Soll ich die Schulfeuerwehr mal wegnehmen? Die kann jetzt eh. Du siehst das, ne? Ich sehe es, klar. So, also, wie gesagt, ihr seht jetzt, beide Tripwire sind leer. Normalerweise haben die eine Zeit von... Ecki? Bitte? Normalerweise brennen die... 6 bis 8 Stunden normalerweise. 6 bis 8 Stunden normalerweise. Also maximal 2 Stunden jetzt hier. Jetzt sind wir quasi, als wir die aufgestellt haben, die waren jetzt höchstens 2 Stunden. Die waren jetzt höchstens 2 Stunden, lagen wir jetzt hier. Es ist unmöglich, dass beide in der kurzen Zeit direkt leer werden. Selbst mit, in Anführungszeichen, schlechten Batterien. Dann nochmal hier probieren, ob die wieder nach 2 Stunden. Bei denen weiß ich tatsächlich nicht, wie die waren. Das sind die, die wir noch drin hatten vom letzten Mal. Okay, da, dann kannst du. Aber da sind sie aus irgendeinem seltsamen Grund, hat ja alles geblinkt. Ja, also irgendwas ist. Wie gesagt, wir können nicht ausschließen, dass es an den Batterien gelegen hat. Deswegen können wir das leider jetzt nicht als Beweis nehmen. Aber, so, was ich übrigens gerade noch gesagt hatte, ich weiß nicht, ob das schon drauf ist oder ob das Eck hier reinschneidet, hier an der Ecke, das Geländer, das Stück hier, als ich dort unten gestanden habe, von unserem Raum, hat sich das, die Ecke hier, wo jetzt ordentlich was los ist, die Ecke hier, wie es ja bei einer Fata Morgana, Hitzeflimmern, technisch, so sah das für mich aus, als ich hier hingeguckt habe. War aber nur so vielleicht so 2-3 Sekunden. Könnte also sein, dass das irgendwie optische Täuschung, Augen haben sich umgewöhnt. Vielleicht habe ich ins Licht da geguckt, weiß ich nicht, aber kann man auf jeden Fall mit erwähnen. Kann man jetzt natürlich nicht als Indiz oder sowas nehmen, aber einfach nur so als kleine Information. Bitte? Ah, okay. Ecki macht gerade die Kamera. So, ihr wart noch nicht oben? Ich drehe mich einmal kurz. Ich gebe den Uhrzeigersinn. Hier geht's nochmal weiter am anderen Flügel. Hier steht, was ist das? Irgend so ein Ausstelltisch? Ne, ein Bettkasten ist es nicht. Da war wahrscheinlich irgendwo was drin. Ganz normal. Hier war der Fahrstuhl. Gucken wir gleich mal, was da drauf steht. Hier ist die Kamera aufgebaut. Hier geht es noch weiter nach oben. Da hinten bin ich mir nicht ganz sicher, ob es über mir war oder unten waren Schritte und eine knallende Tür. Hier sind wahrscheinlich, ob es auch im Waschraum waren, sieht jetzt nicht genau, aber ist auch mit Kacheln ausgeschmückt. Was mich interessieren würde, Ecki, ja, ob wir hier den gleichen Aufbau haben wie unten. Ungefähr. Oh, hier ist richtig warm. Ja, die Fenster hier sind alle offen. Die Sonne kommt hier krass rein. Hier war wahrscheinlich so ein Rezeptionistenzimmer oder sowas. Also man muss ja echt von oben sehen, dass Licht durchbricht. Ja, hier saß wahrscheinlich einer, der die Patienten oder beziehungsweise die Angehörigen angefangen hat. Ja. Bei dem Fahrstuhl haben verschiedenste Leute vorhin, der ist ein Hauptgang, habe ich geschaut, alle möglichen Leute Namen dran geschrieben. Ich vermute mal, dass es eine Art Mutprobe war. Vorsicht, wenn du dich in den Rand näherst immer bei einem Fenster, du weißt nicht, wie der Boden ist. Das sieht hier noch gut aus, ich meine nur, dass du achtsam bist. Ich wollte mal rausfinden, draußen gibt es ja eh nichts. Ich wollte ich das da hinten zeigen. Ich weiß nicht, ob man das gut drauf hat. Da ist eine Art Wintergarten, ja, mit sehr viel Glas, was allerdings schon kaputt ist. Und ja. So, ich muss in die Fassade einmal. Ach du Scheiße. Hast du es gesehen? Nee. Da ist gerade was von der Decke gefallen. Ja, wie gesagt, da fällt immer ein bisschen was runter. Das ist ein altes Gebäude. Also, okay. Und dann gleich einmal rechts reingucken, wie die Räume hier aussehen. Die sind nämlich genauso wie... Da drüber, die Lampe ist noch da. Ja, die sind nämlich genauso wie unten aufgebaut. Nur, das ist hier nicht so krass klaustrophobisch, beziehungsweise... Das hier war bestimmt zu, wo ich erholen konnte. Ein riesig großes Fenster. Ja, würde ich auch sagen. Das war kein Wohnraum, sondern so ein Erholungsraum. Aber auch sehr viele Stromschlüsse. Kommst du klar? Ja? Hatte ich vor uns auch gehabt. Obwohl es gar nicht so staubig hier ist eigentlich, ne? Musst du gleich kotzen. Das war richtig komisch gerade. Als ob irgendwas mir die Luft abgeschnürt hat, als ich in den Raum gegangen bin. Okay, war richtig krass. Ich hatte vor uns, wie gesagt, einmal auch einen Hustenanfall hatte. Aber eher so, jetzt hätte ich Staub im Mund. Ja. Auch hier ist genauso aufmerksam, wobei der schon durch den Einbruch der Pflanze des Efeus hier sehr schön aussieht. Also ist noch nichts Besonderes hier. Nee, ist auch gar nichts mehr los irgendwie. Okay. Wie gesagt, die Räume gehen wir gleich ab hier. Ja, das brauchen wir auch nicht, das ist einfach ganz normal. Wir haben hier aber Blöcke. Ja. Die tut? Die sehen alle hier so aus, glaube ich. Ich glaube, das sind alles Erholräume. Mhm. Oder, was das sein könnte, dass hier Zimmer waren und man generell wollte, dass gute Luft drin ist, hat man so ein riesen Fenster reingemacht. Dass hier quasi die Station, also nicht Station ist, sondern dass hier quasi die Wohnräume waren. Hier kann man sich waschen links, hier stand irgendwas, da kann auch sein, ja. Dass man hier meinte, okay, wir bauen jetzt viele Fenster ein, damit hier ein schöner Luftzug durchgeht, damit die Patienten frische Luft haben. Genau, das ist auch denkbar. Mit dicken Türen. Ja, also hier ist es ziemlich ruhig. Ja. Hier ist auch nichts, was platzen könnte. Ohne Witz, es könnte damit zusammenhängen, dass irgendwo unten dann dieses Pentagramm auf dem Boden. Ne? Ist ein Epizentrum unten auf jeden Fall. Aber dann frage ich mich, warum hier die Türen oben zuschlagen. Wenn sie es tun. Vielleicht hört es nur. Vielleicht hört man es nur. Der Boden hier geht nach. Weiter gehen wir nicht rein. Hier gehen wir auch nicht rein? Nee, hier gehen wir bitte nicht rein. Und hier merken wir uns, wenn wir in das nächste Etage gehen, gehen wir nicht in, nicht in diesen Raum hier. Also beziehungsweise das wird aber jetzt erstmal nicht sauber. Später, ja. Okay. Wir haben ja noch nicht mal das EG durch. Ja, ja, eben. Und ihr seht ja, da hinten geht es ja richtig lang weiter noch. Ja. Jetzt. Hier waren wir schon, genau. War die Rezeption quasi. Ich würde einmal kurz gerne, nicht da reingehen, einmal kurz reingucken, was uns hier erwartet. Also ne, nicht einfach reinlaufen, weil es ja... Hier hat einer echt die Kabel aus der Wand gerissen. Vielleicht Kupferdiebe? Ja, sicher. Hier waren auf jeden Fall viele Waschbecken noch. Aber ja, kann auch sein, dass das ein Raum war. Da ist der Campingstuhl, den man so ein bisschen sieht. Jetzt wollen wir dann den langen Gang mal rangehen. Oben meinst du? Nee, hier erstmal. Wenn du da lang gehen willst, ich weiß nicht, ob da die Decke noch gut hält, ne? Die wird ja nicht gleich runterkommen. Hier geht's über den Keller, da will ich jetzt aber nicht rein. Aber kommen wir denn da anders vorbei? Ja, das ist eingestürzt, genau, das ist einfach nur ein... Seht ihr ja, ne? Das ist quasi einfach nur so ein angesetzter Gang im Keller. Nee, dann ist okay, dann werden wir das über den Keller finden. Ja. Dann lassen wir das. Das ist einfach ein kleiner Anbau. Das schätze ich mal. Ich kann mal kurz gucken, da hinten, da geht's anscheinend in den Keller rein. Geht's dann schon rechts irgendwie rum? Nee, kann ja nicht. Da müsst ihr... Doch, da ist auch eine Wand. Die Tür wäre dahinter. Vielleicht kommt man über den Obergeschoss dann das nächste. Weil hier geht es nicht weiter. Seht ihr ja auch, habt ihr ja oben auch gesehen, dass man hier nicht weiterkommt. Hier sind wir lange gelaufen gerade. Wollen wir dann da weiter gehen? Ja. Hab ich auch gehört. Bei uns rechts. Habe ich auch gehört. Bei uns rechts. Das ist ein sehr kleiner Raum. Da war irgendwas oben befestigt. Und ganz viel Wasseranschlüsse oder Heizanschlüsse. Ah, mir ist gerade irgendwas. Halt, schnell. Was soll ich denn? Halt mal kurz weg. Ich weiß nicht. Ah, was Was war das denn? Vielleicht von oben noch was runtergebröselt? Ih. Das war ein ekliges Gefühl. Als ob mich irgendwas hier langsam am Rücken berührt. Oh. Ja, also du hast halt schon vorher Spinnwebe drauf auf dem Kopf. Also in Anführungszeichen Spinnwebe, ich weiß nicht, was da war. Danke. Da, in dem Ding, was noch zu ist, rechts neben dir. Rechts neben dir, nein, vor dir links, Entschuldigung, vor dir links das, genau. Ja. Das, was zu ist noch, da ist Graffiti drin. Hier war auch anscheinend Toilette, da sieht man nicht so. Naja. Da ist die Tür. Gibt es auch eine Toilette hier? Aber die war oben zu. Entschuldigung, die liegt fest als Schachtel. Ja, und hier dann auch um eine. Die aber seltsam abgetrennt war. Ja, hier hat einer mit Fingerfarben was angemalt, Handabdrücke gemacht. Sieht aus wie Kirschsaft oder so. Ja. Anscheinend hat er einen Setting für irgendwas gemacht. Sieht fast auch schon ein bisschen aus wie Lippenstift oder so. Kann auch sein. Sieht auf jeden Fall sehr widerlich aus. Aber ich kann ja mal abschneiden hier, aber wie du schon sagtest, die Energie bzw. das, was hier wohl wir gemessen haben, ist leer. Es kann auch sein, was auch immer hier was die Energie verbraucht hat, die vorhanden war. Ja, wir haben aber nicht zugefügt, ne? Ja. Eigentlich. Wir haben jetzt hier, also das war auch richtig Energie, die wir jetzt hier den Kreis sogar schon gegeben haben, plus das sehr seltsame, ne? Wenn du willst, könnten wir natürlich in dem Bereich hier bleiben und auch die Ghostbox dazu holen mal. Die sollten wir auf jeden Fall benutzen. Das ist, ohne Witz, bis gerade, ich dachte mir, da gibt es noch bestimmt ein Ding, was wir auf jeden Fall benutzen mussten und mir ist einfach nicht eingefallen. Die Balb ist auch. Wo hast du die hingelegt, die Balb? Ach, die ist glaube ich, ach, wir haben gerade was umgeräumt, vielleicht da steht sie. Ja, hast du die daneben gelegt? Wir hatten ja am Anfang auf dem Ding, ich glaube, wir haben die später noch runtergestellt. Aber die hat keine Energie mehr. Ja. Aber die sollte viel, viel länger halten. Viel, viel länger sollte die halten. So, mein Name ist der Edward, der mein Leben ist der Jan. Wie heißt du? Warst du hier Patient? Das hier war ja mal eine Tuberkuloseklinik. Weißt du etwas darüber? Kannst du uns sehen? Kannst du uns hören? Wie lange bist du schon hier? Aber was das war und ob das überhaupt eine Entität war. Ne? Kannst du das bitte nochmal wiederholen? Wie ist deine Einstellung uns gegenüber? Im Namen des Vaters, des Sohnes. Da war was. Echt? Da war was. Im Namen des Vaters und des Sohnes noch irgendwie eine Stimme, ganz, ganz leise. Im Namen des Vaters, des Sohnes. Das Problem ist, wenn ich eine Zeit lang zuhöre, schärft sich da wahrscheinlich Sinn, so dass ich versuche, was zu hören. Wow. Warst du das? Hier ist kein Windzug. Hast du es gehört gerade? Nee, aber irgendwas war. Jan hat Gänsehaut. Aber richtig krass gerade. Aber ich spüre keinen Windzug. Spürst du einen? Nein, mir ist Asphalt. Wir können das ja jetzt kurz schon mal auf dem Weg hier sagen. Auf dem Weg zum Abspannen des ersten Videos. Wir haben gerade geschaut und die obere Kamera, die wir da oben aufgestellt haben, die ist einfach mal komplett leer. Das ist normalerweise unmöglich mit den Akkus, die wir haben. Ja. Das ist unmöglich. Das heißt, irgendetwas, soweit die Theorie, hat erst unten uns das gesamte Handy geklaut, erst uns, dann unsere Geräten, weil am Anfang war es halt sehr, wie soll man sagen, war es halt extremer, was wir gefühlt haben. Also, als ich den hochgebracht hatte, hatte ich noch 2 von 3 Balken gehabt. Und ich stand hier unten deutlich länger. Ja, also das ist komisch. Da können wir schon mal ausschließen, dass hier in dem Gang irgendwas passiert, was Energie zieht. Damit sind wir beim Ende der ersten Untersuchung angelangt. Wir haben ja wirklich einiges gehört und hoffentlich auch einiges aufzeichnen können. Allerdings, wie gesagt, das Areal ist so groß, wir können nicht überall gleichzeitig sein. Wir können bisher nicht die Quelle bestimmen, woher es tatsächlich kam. Wir müssen jetzt auch langsam Schluss machen, wir sind ein bisschen durch und müssen auch für die nächste Tour alles vorbereiten. Und wenn alles so klappt, wie wir wollen, sehen wir uns dann beim nächsten Video dann hier nachts wieder. Es kann sein, dass noch ein anderes Video dazwischen kommt. Das kann ich jetzt mit Sicherheit noch sagen, je nachdem, wie lange die Auswertung dauert. Hängt natürlich auch davon ab, was nachts hier passiert oder halt auch nicht passiert. Ne? Ja, ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir fanden es hier sehr, sehr spannend. Schön, dass seit langer Zeit mal wieder recht viel passiert ist. Und ja, wenn Jan noch was hinzufügen will? Ja, hoffe, das lief alles mit rechten Dingen hierzu. Werden wir dann mal auswerten. Aber ansonsten werden wir sehen. Wir haben halt sehr viel Energiezug. Ja. Wir haben einen öfter mal nicht funktionierenden Bewegungsmelder, der auch hundertprozentig funktioniert. Nur heute irgendwie. Ich vermute, ist einfach zu leer geworden. Das kann nicht sein. Es kann gut sein, dass sie einfach zu leer geworden ist. Weil am Anfang hat es ja super funktioniert. Ja, da bis hinter dir was aufgetaucht ist, was das aktiviert hat. Und dann war die Energie ja quasi weg. Ja, also das hat nicht mehr funktioniert. Das habt ihr ja noch am Ende gesehen. Ja, ich hab's noch aufgenommen. Wie gesagt, ich habe ja dann nach links geguckt und habe gesehen, dass der Bewegungsmelder an ist. Der die ganze Zeit nicht an war. Und ne, habt ihr ja kurz gesehen, auch dass da anscheinend irgendetwas gewesen ist. Genau, sieht auf jeden Fall, dass er an ist und dass er dann ausgeht. Das habe ich auf jeden Fall drauf. Ja, gut. Wir werden uns auf jeden Fall hier nochmal umsehen. Genau. Und ihr euch natürlich auch mit uns zusammen. Deswegen sage ich, bis zum nächsten Mal. Hoffe, es hat euch gefallen und viel Spaß jetzt bei der Auswertung. Ja. Tschüss. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zur Nachbesprechung zur Sophienheilstätte der ersten Untersuchung. Ja, wie ihr gesehen habt, haben wir die ja am Tag gemacht und da wir vor Ort waren, hatten wir dann auch noch eine Nachtuntersuchung. Die wird sich hoffentlich, wenn das zeitlich alles passt, dann im nächsten Praxisvideo anschließen. Aber so viel dazu, tun wir jetzt erstmal uns um den Tag kümmern. Ja, was hatten wir? Ihr habt gesehen, es war am Anfang relativ viel gewesen, sehr viele Geräusche und auch sehr viel Aktivität beim RAM-Master, also EMF-Ausschläge. Und irgendwoher muss diese Energie ja kommen. Als wir dann ins erste OG gegangen waren, hört es ja auf. Und weil wir nach unten gegangen sind, war ja dann auch kaum noch etwas zu messen, bis auf ein paar einzelne Sachen. Und ja, wie ist das zu bewerten? Also durch die starke Aktivität und der Parascore als definierter höchster Wert pro Stunde, also der Wert der aktivsten Stunde, war es eigentlich unzählbar. Deswegen habe ich ungefähr geschätzt, dass wir da 20 Ausschläge pro Stunde hatten. Weil es war halt wirklich fast durchgängig und deswegen dafür schon Parascore 20. Und für die ganzen Geräusche und drumherum, das, was man noch als Rezent reinnehmen konnte, habe ich mal 7 Punkte vergeben, weswegen wir bei einem Parascore von 27 und damit bei Aktivität sind. Das ist aber mit Vorsicht zu genießen, ja. Gut, die Energie, die lässt sich definitiv nicht diskutieren, also bei 20 bleiben wir auf jeden Fall. Die anderen 7 Punkte, die Geräusche, da habe ich die Sachen mit reingenommen, wo ich sage, okay, da haben wir aktuell jetzt keine Ursache für gefunden, keine bewegende Tür oder ein Fenster oder weiß der Kuckuck was. Allerdings muss man bedenken, das ist ein riesengroßer Gebäudekomplex. Also ihr müsst euch das so vorstellen, es gibt noch ein kleines Äußerteil, aber nur dieses große, der Großkomplex besteht so, ich sage mal aus 5 Einzelteilen, die aber zusammengehören, aber sich dann sozusagen vom Aufbau grundlegend einigermaßen wiederholen. Und da hat er nochmal 5 Etagen, also Keller plus 4 Etagen. Und wir waren jetzt im EG gewesen, hauptsächlich ein bisschen im ersten OG von einem der Gebäudekomplexe und da noch nicht mal komplett durch. Also wenn man sagen würde, 5 Komplexe oder 5 Teile bei 5 Etagen macht 25, sagen wir, Messbereiche. Davon haben wir einen definitiv weg. Das heißt, wir haben 4%, geben wir noch 1% für das bisschen, was wir im OG hatten, haben wir ungefähr 5% der ganzen Anlage am Tag jetzt geschafft. Diese 5% können natürlich kein rezentes Bild abbilden und nicht als signifikante Basis hergenommen werden. Durchaus möglich, dass diese Geräusche wirklich von anderen Etagen oder so kamen, wo wirklich eine Tür zugeknallt ist. Wir haben zwar zu dem Zeitpunkt keinen Wind gespürt. Durchaus möglich aber, dass das unten einigermaßen windgeschützt ist, obwohl wir in der Nacht schon, kann ich vorwegnehmen, gemerkt haben, dass da durchaus Wind ging. Aber vielleicht ist der oben so viel stärker, dass es da gereicht hat. Es ist also, die Geräuschkulisse ist mit Vorsicht zu genießen, aber gerade da, wo wir auf der Treppe saßen und die Ghostbox-Session gemacht haben, der Knall war richtig laut, die ganze Treppe, ich saß ja drauf, hatte unter mir vibriert. Da ist eine schwere Tür zugefallen, keine Frage, aber besonders das Tapseln der Schritte, das war schon beeindruckend, weil dann kann es ja wirklich nur so sein, irgendwie eine Tür ist auf oder Zugang und ein Tier ist durchgehuscht, aber auch das haben wir alles kaum dokumentieren können, die Schritte sind auf der Aufnahme kaum zu hören und ihr habt es gesehen im Video, ich habe sie selber vor Ort auch nicht gehört, nur als ich es verstärkt hatte ein bisschen und der Jan mit seinem Supergehör, der hat das natürlich mitgekriegt, war schon ganz spannend insgesamt, vor allem auch dann unser Siegel des Baphomet oder auch Satanistenpentagramm, was da irgendwer, ja ich sag mal, gezeichnet hat, das heißt verwendet hat, da war ja eine gute Basis da. Das Gebäude an sich auch sehr interessant, aber auch teilweise ein bisschen skurril, diese chirurgische Abteilung mit diesen, ja, ich nenne es mal Plastelamellen, wie man sie eigentlich aus einer Metzgerei kennt, und die ja etwa einen halben Meter mal halben Meter großen Käfige, die aussehen wie für Tierhaltung. Da fragt man sich, was gehört davon noch da rein, was ist später dazugekommen und was war der Zweck? Also das ganze Ambiente des Gebäudes ist wirklich creepy, wie man heutzutage sagen würde. Es hat schon einen gewissen gruseligen Eindruck, man darf sich davon nicht so sehr mitziehen lassen. Ihr werdet dann bei der Nachtuntersuchung sehen, dass das gar nicht so einfach ist, weil ihr müsst euch vorstellen, am Tag, wo wir jetzt das Video schon gemacht haben, war es schon natürlich relativ heftig. Die ganze Situation wirkte beklemmend und halt vieles von dem Inventar wirkte halt dann auch noch zusätzlich ein bisschen verstörend. Und ja, wir behalten jetzt erstmal bei, jetzt haben wir einen Parascore von 20 bis 27 und das mit laufen wir, denke ich, ganz gut. Also man kann sagen, da ist auf jeden Fall irgendwas, schon allein durch die Energie. Ob das aber reicht, um diese Schritte und Knallen der Türen hervorzurufen oder ob das bedingt ist dadurch, dass wirklich Zug ist, ließ sich jetzt hier nicht abschließend feststellen. Und wir haben jetzt noch Bezug auf die Berichte, die da waren. Schritte, Stimmen, knallende Türen, Lichter, die gesehen wurden. Lichter hatten wir jetzt nicht, Stimmen direkt auch nicht. Schritte, ja, hatten wir und der eine Schatten, den wir da haben, habe ich euch mal zur Diskussion gestellt. Wir sind uns da selbst ein bisschen unsicher. Also der erste Teil des Schattens, das ist auf jeden Fall der Jan und es wäre logisch zu sagen, die anderen sind auch von uns, nur die Bewegungen scheinen zwischen den Schatten und uns nicht immer konkurrent zu sein. Aber wir haben den genauen Aufbau auch nicht im Kopf, wo die Lichtquellen sind. Vielleicht reichte tatsächlich eine sehr unachtsame kleine Bewegung, die auf dem Video kaum zu sehen ist, weil jetzt zum Beispiel ein Teil vom Pullover ist, der runterhängt oder so, um doch noch in den Lichtbereich zu kommen und dann den Schatten zu verursachen. Das können wir nicht mit Sicherheit sagen, deswegen haben wir das auch nicht in die Bewertung reingenommen und euch zur Diskussion gestellt. Ja, mit diesen Worten würde ich sagen, ist das alles nochmal schön zusammengefasst. Wie immer hoffe ich, dass für euch interessant war und über ein Like würden wir uns natürlich freuen, sehr, sehr gerne und ansonsten viel Spaß, bis zum nächsten Mal, wahrscheinlich dann bei Nacht und ja, da ist die Sophienheilstätte noch ein ganz anderes Kaliber, aber das werdet ihr sehen. Bis dahin, tschüss! Kennt ihr einen Ort, an dem es spukt? Oder wo vielleicht sogar euch oder einem eurer Bekannten irgendwas Seltsames passiert ist? Oder einfach eine Location, wo ihr meint, boah, da müsste doch mal jemand hingehen und eine Untersuchung machen, da ist bestimmt was. Dann scheut euch nicht, uns über unsere E-Mail-Adresse oder über WhatsApp zu kontaktieren. Wir freuen uns auf eure Geschichten und natürlich über die Orte, die damit in Verbindung stehen und wo wir dann vielleicht eine Untersuchung machen können. Dazu vielleicht noch ein kleiner datenschutztechnischer Hinweis. Wenn ihr nicht wollt, dass euer Name in einem Video oder so als Quelle genannt wird, bitte einfach ein kleiner Hinweis zu uns. Wir machen uns dann eine Aktennotiz und dann passiert das auch nicht. Eure Daten werden von uns streng vertraulich behandelt. Das bedeutet, wir geben nichts raus ohne eure Erlaubnis. Ihr braucht euch also keine Sorgen machen, ob irgendwas nach außen dringt, was ihr vielleicht gar nicht wollt. Solange ihr uns sagt, dass das nicht nach außen dringen soll, bleibt das bei uns intern in unseren Akten quasi anonymisiert. unter Verschluss und wir werden das auch nicht rausgeben. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, dass wir uns sehr auf eure ganzen Berichte, vielleicht sogar Fotos oder Ton, auf jeden Fall massiv freuen. Und wenn wir dann eine Untersuchung machen, ihr vielleicht euch daran erfreuen könnt, was wir dort nicht finden.